ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Also Selbstschussanlage und alles hilft bei ihm, glaube ich, genau gar nichts. Sieht er uns hier? Oh, ja. Tut er. Na gut, haben wir wenigstens weggelockt. Der läuft jetzt oben irgendwo rum. Oh. Joseph McSorley. Das könnte ein Weber sein. Wir brauchen echt einen Drucker für diese Scheiße. Ich hab gespeichert, ich bin zu doof. Anzug wurde beschädigt. Hey, jetzt wollte ich wissen, was das war. Jetzt wollte ich gerne wissen, was das war. Oh Mann. Okay, mache eh gleich eine kleine Aufnahmepause. Wird mal Zeit, weil ich habe jetzt so lange aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob die Platte überhaupt hält. Matthias Kohl? Na, sieh mal einen an. Wie wir da gefunden haben. Und sieh mal an, wer uns da nicht findet. Der Albtraum sucht uns. Anti-Red-Arzneifabrikator. Okay, das braucht man nicht unbedingt. Der Matthias Kohl. Haben wir den zu Hause gefunden? Der Albtraum braucht noch ein bisschen. Ich glaube, der kommt hier aber sowieso nicht rein. Okay, die auch mit. Hebekraft, lalala. So eine Quartiere haben die also. Ne? Ist das hier eine Suite? Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, schön ist was anderes. Code Azur, hier so ein schönes Ding da. Zeige Ihnen das Papier, nehme ich gerne mit. Aber so rausgucken ist ja auch nicht. Albtraum 7 Meter. Ich glaube, der... Was ist hier denn? So. Wir warten mal kurz. Eine halbe Minute. Dann geht es sicherlich wieder weiter. Ich könnte an dem vorbeischleichen in den anderen Block, aber ich wollte hier noch weitergehen. Der hat sehr viele Taschentücher hier, wie es aussieht. Ein sehr einsamer Mann. Und die hat er auch am Bett stehen. Natürlich. Matthias Kohl, was ist denn mit dir? So. Ich wünsche, ich hätte den Albtraum besiegt, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesem Zeugs. Dann hauen wir den um. 5, 4, 3, 2, 1. Geht er dann zurück oder was passiert dann? Vermeide den Albtraum oder töte ihn. Oh. Ziel abgeschlossen. Hätte ihn gerne getötet, gebe ich ja zu, aber naja, Dr. Shaw. Ist das Dr. Shaw? Ich sehe da Shaw einen leichten Unterschied. Ein Song ist das. Ah. Das ist Ivy Song, die wahrscheinlich Dr. Shaw gesucht hat, würde ich vermuten. Neuromod. Zerknüllter, unfertiger, handgeschriebener Brief. Huch, auf einmal so ein zerknülltes Ding. Es tut mir leid. Abby. Manchmal kommen mir die Worte einfach so aus dem Mund und ich kann sie nicht mehr aufhalten und es ist zu spät. Sie sind raus, ich... Mhm. Zerknüllter, unfertiger. Abby, ich bin nicht gut in sowas. Das merkt man ja. Wörter, bla bla. Abby, es ist
irgendwie persönlicher, dir einen Brief zu schreiben, aber längst nicht so angsteinflößend, wie mich von Angesicht zu entschuldigen. Ich weiß, ich bin ein Feigling, aber ich weiß nicht, was ich sagen würde, also... Notiz. Erledigen. Verschollenes Transcribe finden, im Vorvorraum suchen, meine Sachen aus Abbys Quartier holen, Entschuldigungsbrief fertig schreiben, Arsch hochkriegen, Beziehung über Arbeit stellen. Ach ja, Beziehung, ja. Danielle Show Tracking-Armband. Okay. So, mein Passwort. Von Lorenzo an Daniel. Daniel, mein Arbeitsterminal behauptet, es wäre Zeit für ein neues Passwort. Ich wollte fragen, ob ich Kublai Khan benutzen kann. Entspricht das Ihren Anforderungen? Dr. Calvino. Zuerst einmal sollten Sie weitere Fragen zu Passwörtern haben, wenden Sie sich bitte an die IT-Abteilung und nicht an meine persönliche E-Mail-Adresse. Zweitens sollten Sie niemals Ihr Passwort in einer E-Mail erwähnen, egal wie gut unser Sicherheitssystem ist, man weiß eben nie. Drittens, die Passwortrichtlinien sind nun mal genau das, Richtlinien. Sie sind ein erwachsener Mensch und können benutzen, was Sie wollen, aber wir haben eben eine Reihe von Empfehlungen zur Passwortsicherheit. Danke, Daniel Show, leitende Archivarin. Okay, danke. Vorbereitung für das Konzert. Von Sky. Huch, Stimmproben sammeln. Nach Stimmproben. Hallo Daniel, ich habe heute Spätschicht auf der Brücke und mein Transcribe in meiner Kapsel vergessen. Könntest du mir das Ding vielleicht auf dem Weg zur Datenzentrale vorbeibringen? Übrigens habe ich ein paar Ideen, wie wir unsere Uniform für die Vorführung in der Tulpa ein bisschen stylischer machen könnten. Aber keine Angst. Danke. Schatzsuche. Seid gegrüßt, Abenteurer. Jeder von euch sollte nun im Besitz eines Kartenfragmentes sein. Ah, für den Zachary Wests Karte. Ich konnte sie manchen von euch persönlich überreichen. Andere haben nach unserem letzten Spiel vielleicht eine neue Akte auf ihrem Schreibtisch entdeckt. Es sind Kartenfragmente. Arbeitet zusammen und entschlüsselt die Hinweise. Kommt dann zu meinem Quartier und nehmt eure Belohnung entgegen. Eure bescheidene Spielleiterin Abigail. Wir müssen eine Menge Karten finden für diesen Schatz, wie es aussieht. Oh weia, oh weia. Transcribe defekt. Na dann. Was machst du da? Nimmst du das auf? Gemeinsame Transcribes machen Spaß. Machen sie nicht. Das ist wie eine geistige Sammlung. Beide halten wichtige Momente fest. So, Stimmproben 60%. Notiz. Daniel, hab dich vermisst. Ich lasse deinen Charakterbogen hier, habe aber einen übrig, falls du es nicht von dem Spiel zurückschaffst. Und keine Sorge, sieht gut aus. Wir sehen uns im Freizeitbereich. So, sie ist also Melindra Shadowcorner. Ich hoffe, wir haben da bald alle zusammen. Dauert wohl noch ein bisschen. Das Büchelein ist hier. Oh, der Sternburger Zyklus Band 1. Kaiserin Turmalin starrt an ihrem Spiegelbild vorbei in das tiefe Schwarz. Ihre kantigen Gesichtszüge umgrenzt von der Hauptaussichtskuppel des Großkampfschiffs Shadowthrax. Der königliche Astronom räusperte sich. Außerdem, Eure Majestät, wird die Dunkelsternanomalie an Schwung zunehmen, sobald sie erste Systeme verschlingt. Innerhalb weniger Monate wird die gesamte Galaxie verschwunden sein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Anomalie über genügend Masse verfügen, um weitere Galaxien in ihren Schlund zu reißen. Ich schätze, Sie möchten mich bitten, eine Expedition zum Aufspüren dieses Sternbeuger-Prismas zu finanzieren. So wie Sie ständig über dieses Ding plappern, könnte es der Schlüssel für die Rettung unserer Galaxie sein, falls es überhaupt existiert. Eure Majestät! Ich kenne nur einen Mann, der wahnsinnig genug ist, diesen Angriff zu nehmen. Ihr meint doch nicht etwa... Trevor Pulsar. So, Wohnkapseln. Abigail Foys Quartier. Oh, cool. Neuere Mod. Und Notiz. Die gelbe Tulpe. Feiern Sie mit uns im kleinen Rahmen den Erfolg von Trendstar. 19 Uhr Trinkspruch und Rede von Alex. 20 Uhr Vorführung der Besatzung. Sky Braxton und Daniel Show. Besatzung an Richtung zweite Ebene Zwischengeschoss. Da waren wir schon. Passwort eingeben. Haben wir nicht. Meisterhandbuch. Die Sternbeuger. Okay, Band 3 hatten wir schon. Boah, wie es hier aussieht. Hier war sie am Zocken. Irgendwie sympathisch. Auch die Mucke. So, na gut, wir hacken uns da mal ganz kurz rein. Zack. Geht schon. E-Mail. Wo bist du? Geht es dir gut? Sei bitte da, triff mich. Wo bist du? Ich glaube nicht, dass das eine Übung ist. Was war das für eine Vibration? Als ob etwas auf einem der unteren Decks explodiert wäre. Von Daniel und Abigail.
Angeblich gab es Verletzte. Sei bitte da, bitte. Triff mich. Ich habe versucht, Emma im Fitnessbereich anzurufen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Ah, Emma Beatty, okay. Komm aus den Besatzungsquartieren raus, ich treffe dich dann. Schatzsuche. Du bist so ein Nerd, Abigail. Finde ich voll cool. So, das haben wir schon. Ah, ist klar, das haben wir schon gelesen. 6. Ausgabe. Notiz. Hey, du hast wohl schon wieder deinen Transcribe verlegt. Wollte nur sagen, dass es bei deinen Sachen in meinem Quartier liegt. Weiß nicht, ob du es wieder haben willst, kannst mich anrufen oder so. Gut. Elizabeth Bay. Tut mir leid, dass du es nicht geschafft hast. Entriegeln. Wessen ist das nochmal hier? Bellamy. Oh, der feine Dr. Bellamy. Der Schlüssel der Leiche. Ah, da sind wir auch. 3 Neuromods. 3 Neuromods. Der feine Dr. Bellamy, der bei uns den Test gemacht hat. Rohrzangen-Kit plus plus. Können wir das in Anzug bauen? Wenigstens. Ach, auf den Helm. Mann, erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer. Wenn du mit der Rohrzange angreifst, würde ich ja gerne machen. Morgan Yu, Typhon-Forschungsdaten. Typhon. Scan abgeschlossen. Aha. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Okay. Antigraffeld. Okay, du manipulierst die Schwerkraft, um eine bis zu 12 Meter hohe Säule aus nach oben gerechneten Energie zu erzeugen, die 15 Sekunden lang anhält und Gegner fangen kann. Das machen diese Dinger auch immer. Morgan Yu. E-Mails. Morgens Lösungen. In den letzten Tests hat Morgan verschiedene Lösungen für dasselbe Problem durchexerziert, obgleich wir jede mögliche Variable in Betracht gezogen hatten. Beispielsweise in Raum A. Achso, beispielsweise in Raum A. In Test 9 bewegt er die Boxen präzise nacheinander. In Test 10 ließ er sie alle gleichzeitig ein paar Zentimeter in die Höhe steigen, was den Test rein technisch abschloss. In Test 14 hat er sie dann eingeäschert. Ohne Sicherheitsglas wären sie jetzt tot. Was passiert nach dem Zurücksetzen seines Gehirns, das zu dieser Art von Variation führt? Was passiert nach dem Zurücksetzen der... Okay. Also haben wir schon ganz andere, an ganz anderen Tagen haben wir ganz andere Lösungen vollbracht, wie es aussieht. Okay. Und das ist das, was wir hätten lernen sollen. Dafür sind wir die ganze Zeit rumgelaufen. Okay. Der Torstein. Wir haben schon eine Menge Quartier-Keycards gesammelt, wie es aussieht. Was ganz gut ist. Exotisches Material, Recyclerladung, Fabrikator. Okay. Na, sicherlich nett. Aufpralldämpfer. Können wir jetzt endlich mal, das ist wahrscheinlich auch im Kopf. Nein, ist endlich mal wieder was hier. Erhöht die Gleitgeschwindigkeit des Antriebssystems, Aufpralldämpfer, verringert den Schaden. So einen haben wir schon, nehmen wir nochmal. Waffen-Upgrade, nicht genug Platz. Ach, großartig. Kann ich irgendwas wieder stacken? Ja, zum Glück ja. Ne, pass auf. So, Waffen-Upgrade. Was kann ich denn überhaupt noch upgraden? Das haben wir schon hier bei dem Ding. Betäubungsdauer und Schaden. Oder soll ich... Ich sammle die erstmal, bis wir hier... Bis wir den Waffendingens haben. Wir haben jetzt 6 Neuromods. Da können wir ehrlich gesagt mal die Waffen langsam wieder ein bisschen upgraden. Hier mit 4 Waffenschmied können wir mal machen. Sicherheit. Lab-Tag. Von Waffen-Upgrades, um nicht dem Standard entsprechende Tag-Sicherheitswaffen übernehmen. Nicht dem Standard entsprechende Tech-Sicherheitswaffen, was immer das heißt. Keine Ahnung, was das heißen soll. Reparatur 3 wäre auch noch geil, aber wir machen mal Waffenschmied wieder ein bisschen. Oder? Ich mache erstmal das hier. So, dann haben wir nämlich, das mache ich jetzt nur, ich weiß, es ist nicht unbedingt Pflicht, aber das mache ich jetzt nur, damit wir nicht dauernd so rumkrepeln müssen mit dem Anzug. Also mit den Sachen, die wir mit uns rumschleppen immer. Davon haben wir auch schon 50. Die 2 können wir eigentlich auch lassen. Die können wir auch irgendwann recyceln. Jetzt haben wir schon 2 von diesen Dingern. Ich weiß, eigentlich können wir die auch recyceln. Die braucht man nicht wirklich. Wie viel gibt es denn noch an Müll? Mann, 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 Mann. So. Das ist der ganze Alk, den wollte ich ja eh noch irgendwie, ne? Den wollte ich ja recyceln. Pff, ach, keine Ahnung. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz zu mitnehmen. Was
soll's. Ich sammle doch so gern. Da geht's nicht raus. Wäre auch schön gewesen. Ah, nicht klar. Die E-Mails. Mein neuer Reployer. Okay, die Mail haben wir schon anders gelesen. Und zwar bei Dr. Jürgen Thorstein haben wir das schon gelesen. Und zwar in seinem Büro. Teil angefordert. Es geht mal wieder um eine Morgenanfrage. Immer schnell, das haben wir auch schon gelesen. Alles klar, das sind die gleichen E-Mails wie an seinem Arbeitsplatz. Haben wir schon gelesen. Raus aus meinem Kopf. Geh raus. Wer hat das gesagt? Bestimmt im Fitnesscenter. Ja, sag ich doch, im Fitnesscenter. Kommt sie mir nicht zu nah! Ich kann mich nicht beherrschen! Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Verschwinden Sie! Sofort! Glue funktioniert. Scannbare Kräfte, zurück. Psychoschock, Gedankenkontrolle. Alles klar. Verschwinde. Habe ich gemacht. Eine Sache noch, die ich glaube ich vergessen habe. In ihrem Quartier gab es noch Dateien. Bolzenwerfermunition. Gut, brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir schon runtergeladen. Konservationsarchiv. Melodrama-Alarm. Wiedergabe. Ich hatte heute ein Treffen mit dem großen LXU. Ah. Er hat mir mal wieder sein Tut-mir-leid ohne Lösung unter die Nase gerieben. Zwischen ihm und Morgan ist das Tradition. Das Tut-mir-leid, der Use. War das so heuchlerisch wie eine Danielle-Show-Entschuldigung? Nein. Danielle, es ist nicht einfach, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, aber... Hast du mich eben mit ihm verglichen? Mit diesem arroganten Sack? Danielle, das muss aufhören. Du hast recht. Verschwinde. Es ist aus zwischen uns. Danielle! Ich sagte raus. Ja, Stimmproben sammeln. Fertig! Ach nee, das eine ist fertig. Wie viele Stimmproben haben wir denn jetzt? 70%. Alles klar. Hier ist noch ein Programm. Verborgener Schatz. Fehler. Okay. Verborgener Schatz. Ob ich da noch dran denke, wenn ich zurückkomme? So, hier ist das Klo. Da gehe ich nochmal ganz kurz rein. Die Quartiere sind leer. Warum sollte hier irgendein Viech auf dem Klo sein? Eine Notiz. Hallo Bill, wenn Sie verletzt oder krank sind, dürfen Sie aussetzen. Ansonsten heißt es 75 Minuten Training pro Woche. Minimum. Der Code zum Fitnessbereich lautet 7502, falls Sie ihn vergessen haben. Fitnessbereich kommen jetzt auch rein. Problem ist nur, da lauert einer von Ihnen und wir werden ihn wohl oder übel töten müssen, wenn wir die Menschheit retten wollen. Es sei denn, wir wurden von Anfang an verarscht. Psy-Hypo. So, das war das Klo. Das ging relativ zügig. Hier noch ein bisschen Radio anmachen, wäre schön. So, El Calvino haben wir natürlich auch. Gut, dass wir so fleißig Quartierkarten gesammelt haben. Was ist denn hier los? Das war der wirre Doktor, ne? Alter, wie geil. Okay, das sieht echt cool aus. Ich will so einen fucking Monitor haben. Genau so einen will ich haben. Nichts anderes. GBG. Ja, okay. EMP-Ladung, eine Notiz. 23. Mai, 23.05. 23. Mai, 23.05. 23. Mai, 23.05. Wie schreiben die Amerikaner ihr Datum nochmal? Ist ein bisschen wirr. Ach, guck mal hier. Looking Glass Coast Scene. Hier hat er quasi die Szenen entworfen immer. Alles klar. Cool. Und hier hat er die 3D gefilmt. Und dann da animiert, oder was? Also nicht alle Szenen natürlich, aber offenbar diese hier. Das ist irgendwie schön, aber... viel Input kriegen wir hier nicht. Ja, klar. So, Lorenzo Calvino, LG-Steuerung. Looking Glass an, Looking Glass aus. So sieht's eigentlich aus. Und da ist der Safe hinter, Calvinos Tresor. Visier-Prototyp, Eintrag 1. Ich habe niemals auch nur einen Neuromod entfernt. Aber heute konnte ich das Maschinenlabor nicht finden. Ich bin eine Stunde durchs Arboretum geirrt. Ich habe mir eine Ausrede zurechtgelegt, aber
Mio schöpft Verdacht. Ich kann nicht weiter Spielzeug für Twinstar herstellen, wenn ich Alex sagen würde, was ich vorhabe. Er hat mir ein Gerät gegeben. Parapsychologischer Schnickschnack. Von Morgan. Einige der Bauteile sind mir ein Rätsel. Ich hab das Gefühl, der hat so ein bisschen Alzheimer, ne? Ja, dieser Traum. Auf dieser Station. Stimmt was nicht. Irgendetwas ist hier bei uns. Aber ich halluziniere. Da besteht kein Zweifel. Hab versucht, den Schrank aufzukriegen, aber ich wusste unseren Jahrestag nicht mehr. Und für einen Moment hatte ich auch ihren Namen vergessen. Ihren Namen. Wenn ich irgendwann aufwache und mich nicht mehr an meine Arbeit erinnere, ich muss alles Morgan übergeben. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Jahrestag, alles klar? Ist. Vordere Elektroden nach 6 Sekunden überhitzt. Aber ich schwöre, für einen Moment sah ich sie wieder. Wie damals, als wir uns an der Amalfiküste kennenlernten. In ihrem zitronengelben Kleid. Meine Clorinda. Clorinda also? Jahrestag, Earthfight, Clorinda. Das ist genau, wahrscheinlich genau da haben sie sich kennengelernt, würde ich vermuten. Earthside Clorinda. Der Jahrestag, wo kriegen wir den denn jetzt her? Hat er wahrscheinlich für sie gemacht und sie ist wahrscheinlich, naja, nicht mehr, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Options, lala, Geige, don't forget Higgs. Den Jahrestag? Ich weiß nicht, wo wir den herkriegen. Was war das? Hört sich an wie Gewitter. Den Jahre... Mann, wo kriegen wir den Jahrestag her? Calvinus Tresor? Ein Vierer-Hack will ich nicht wagen. Jahrestag, Jahrestag, Jahrestag. Ist hier sonst auch nirgends verzeichnet. Hat er sich auch nirgends aufgeschrieben und ich glaube, ich habe den auch nirgends gefunden. Vielleicht in seinem Büro, aber da laufe ich jetzt nicht noch zurück, nur um hier ein Safe zu öffnen. Den Jahrestag. Warum hat er den denn nicht aufgeschrieben? 4, 4, 7, 7, 6, 8, ja, ja. Nein, ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Vielleicht hat er den hier irgendwo, aber ich finde ihn nicht. Und ich will die Scheibe vorher nicht zerschlagen, weil ich diese Looking Glass Dinger immer so schön finde. Auch unser Tod wäre nicht das Ende. Ah, Poltergeist, hey! Wo ist unser kleiner Polti? Holter die Polti! Holter die Polti! Hallo! Nichts drin. Nichts drin. Malia Froles. Auch ein Transcribe. Hier spricht Fouls. Officer Fouls. Malia. Ich habe eine wichtige Bitte, aber etwas heikel. Ich muss wissen, dass ich ihn behalte. Ja, natürlich. Normalerweise kann ich so etwas nur nicht ohne Zustimmung von Chief Eleazar, der Personalabteilung und eines anderen Direktors tun. Diese Leute unterstehen mir, Malia. Ja, Sir. Verstanden. Ich möchte, dass Sie Annalise Gallegos im Auge behalten. Wohin sie geht, was sie wann tut, Ihre Besucher. Ich protokolliere alles im Sicherheitscomputer. Gut. Schicken Sie mir am Ende der Woche einen Bericht. Ja, Sir. Was ist denn mit diesem Alex Yu, dieser widerwärtige? So, das war der Poltergeist. Ich wollte ihn scannen, aber es ging nicht. So. Was ist denn mit diesem Alex Yu? Der ist so ein widerwärtigen irgendwie.
Jetzt lässt er irgendwie auch noch die alte stalken. Ist das eine Notiz? Free Particle, alles klar. Das ist nicht für uns. So, was ist das da? Schade, das ist viel zu hell. Ich kann das leider nicht lesen, so. Schade. Okay, da oben, ob wir da reinkommen, weiß ich nicht. Da oben ist irgendwas. Und hier ist eine Notiz. Die gelbe Tulpe... Ja, okay, das kennen wir schon. Feiern Sie mit uns. So, Transcribe Lawrence Baxter. Achso. Ich kann den Weber durch die Wand hören. Ich wette, das verdammte Ding freut sich. Das haben wir doch schon. Wie geht's Ihnen? Ich hab die Phantoms mit ein paar Nachtlichtern weggelockt. Und an alles, was sicher kein Mimik ist, Zettel geklebt. Ihnen? Gut, bin in der Waffenkammer. Musste nur einen Mimik zerquetschen, der mit reingeschlüpft ist. Hab alles abgeriegelt. Was ist der Plan? Warten auf Rettung. Alex wird unsere Mods rausholen, wenn wir das hier überleben. Wollen Sie den Dreck hier behalten? Vielleicht kämen wir durch die Gans raus. Und dann hoch zum Arboretum. Okay. Sagen Sie an. Das war einfach der andere Typ von dem Gespräch. Das Gespräch selber kannten wir ja schon. So, jetzt nix. Da ist noch ein bisschen Japan. Hier ist noch eine Notiz. Hallo Mama. Ich habe schlechte Träume, seit du weg bist. Dr. Preston hat gesagt, ich soll sie malen und dann gehen sie hoffentlich weg. Ich hoffe, dass dir mein Bild gefällt und dass du bald nach Hause kommst. Hab dich lieb, Corey. So, das Bild ist dieses hier. Das Bild gefällt mir sehr gut. Das mit den schlechten Träumen wird wohl noch ein bisschen bleiben. Oh, Harley Granger ist da oben. Und hier, da kommen wir eh nicht rein. Iris Dean. Ellie Gold. Ich wollte ja Deutsch aussprechen. Ellie Gold. Großartig. So, aha. Ein Läufer oder eine Läuferin. Charakterbogen. Rosalind Swift. Okay, den haben wir aber schon. Den hatten wir schon gefunden. Wie viele Charakterbögen gibt es denn davon? Aha, aha, aha. So. Selbstgebrannter Granatapfelschnaps und Grangers Memoiren. 27.09.2034. Ich sollte eigentlich immer noch da unten sein und spielen. Meine Jungs haben mich gebraucht, aber meine Schulter hat einfach versagt. Ich habe versagt. Ich hatte eine Menge signierter Handschuhe dabei und sie wie Süßigkeiten zu Halloween verteilt. Aber wie sich herausstellte, kennen sich diese Labortypen mit Sport nicht aus. Und mit meiner Karriere noch weniger, als so kurz sie auch war. Wie wahrscheinlich ist es, dass Mr. Yu mich mit den Neuromods ausstatten kann, die ich brauche, um wieder zu spielen? Der könnte sich sogar ein ganzes Team kaufen, mit den größten Spielern ausstatten, die je gelebt haben. Wenn ich eine Neuromod bekäme, würde dann wirklich ich spielen? Die Liga würde gemoddete Spieler niemals zulassen. Aber woher sollten sie wissen, wer gemoddet ist? Und das sind die Memoiren? Finde ich ein bisschen schwierig. Und schön Wodka, um natürlich zu vergessen. Und hier kommen wir wieder nicht rein. Ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen. Seit geraumer Zeit. So, hier. Nehmen wir auch noch mit. Gut, hier haben wir alles schon durchsucht. Poltergeist ist weg. Quartiere sind durch. Da hinten kommen wir nicht durch. Lalala. Da oben waren wir schon drin. Haben wir hier schon geguckt? José Costa und Eddie Forst. Hier waren wir noch nicht drin. Haben wir noch übersehen. Notiz. Anders, Ihr Paket ist da an der Rezeption. Wenn ich nicht da bin, der Türkei aus 3671 bleibt unter uns. Alles klar. Rezeption. So, haben wir hier irgendwas? Hier liegt genau gar nichts. Und da glaube ich auch nicht. Ich gucke mal ganz kurz. So, hier ist auch nichts drin. Okay, wollte mal gucken.
Türcode haben wir nochmal abgestaubt. Gut, dass wir gar nachgeguckt haben. Ansonsten ist hier nichts. Das war's auf dieser Seite. Und dann haben wir noch... Was war denn das? Scan abgeschlossen. Telepath. Weitere Proben benötigt. Explosion, Feuer, Nullwellen. Rückstoß. Feuer ist eine Schwäche. Alles klar. Wir können theoretisch Feuer machen. So, der haut eh gleich ab. Ich wollte jetzt speichern und dann mal gucken. Morgen, you. Ah, hier sind wir drin. Alles klar. Der haut ja eh gleich ab. Wir könnten den jetzt wahrscheinlich fertig machen, aber das überlasse ich Zukunftsgronk. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Soll Zukunftsgronk sich drum kümmern? Ich mache mal ganz kurz hier nochmal schnell ein Spiel speichern. Nochmal einen richtigen Spielstand. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Grüß mit Zukunftsgronk. Ciao mit V. Tschüss.